Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. Der 9. Saisonsieg von Allianz MTV Stuttgart ist sicherlich keine Meisterleistung. Zumindest nicht spielerisch. Kämpferisch kann man dem Team beim 3:1-Sieg gegen Außenseiter Suhl allerdings wenig vorwerfen. Suhl in Weiß spielt nach dem Trainerwechsel vor allem im ersten Durchgang völlig befreit auf. Stuttgart findet lange Zeit keine Mittel gegen die leidenschaftlich kämpfenden Gäste. Nach dem verlorenen ersten Satz kämpft sich Allianz MTV regelrecht ins Spiel. Vor allem mit schnellen Punkten durch die Mitte dreht Stuttgart jetzt das Match. Angetrieben vom lautstarken Publikum gehen die Sätze 2 und 3 an Allianz MTV. Doch auch im vierten Durchgang kann Suhl das Spiel offen halten. Geht am Ende aber trotzdem im 6. Auswärtsspiel zum 5. Mal als Verlierer vom Platz. Wir sind nicht allzu glücklich heute, aber wir haben die 3 Punkte. Im ersten Satz hatten wir große Probleme. Suhl hat unter der Woche den Trainer gewechselt und einige taktische Dinge umgestellt. Darauf konnten wir uns nicht vorbereiten und wir haben lange gebraucht, uns darauf einzustellen. Mit dem dritten Satz bin ich zufrieden, vor allem wie wir uns da reingekämpft haben. Unser Auftreten heute war nicht gut. Wir müssen uns in vielem verbessern, vor allem weniger Fehler machen. Wir müssen aggressiver aufschlagen. Jetzt heißt es arbeiten, 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 noch mehr als zuvor. Und das wird das Team in dieser Woche sicherlich auch machen. Am Mittwoch steht das nächste Spiel in Aachen auf dem Programm und dann sollte doch neben dem kämpferischen auch das spielerische Element wieder passen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart.